Wir sind bei der Tyrannei von König Washington, dem ersten von drei DLC-Paketen von Assassin's Creed 3, oder Zumindest zusammenhängenden Story. Zusammenhängenden, Klugscheißer. Es gibt ja noch mehr. Es wird ja ausgeschlachtet. Genau. Der Season Pass soll sich ja auch mal lohnen. Und wir sind auch wieder so typisch pünktlich wie Area Games immer. Knapp nur 4 Wochen nach Release sind wir schon am Start mit dem Vorspiel. Aber wir haben uns gedacht, so, das ist doch ganz cool. Und da wir ja, ja noch 2 Pakete haben, die die Story weiter erzählen, haben wir uns gedacht, naja, reden wir lange um den Brei herum. Wir haben ja von Ubisoft den Season Pass bekommen. Also, da müssen wir auch was machen. Ja. Können nicht irgendwie hier einfach nur alle Tier abstauben und dann sagen, hier, nö, machen wir nicht. Nee, bei uns gibt's auch Leistungen gegen Gegenleistungen, hier Quid pro Quo sozusagen, wie Hannibal Lecter sagen würde. Und deswegen, hier, starte doch mal hier. Ja, also du weißt doch, dass die Leute keinen weißen Hintergrund sehen wollen. Wir fangen aber gleich mal frisch an. Wir fangen frisch an, ja. Weil natürlich auch der gute Jan wieder Angst hat, hier zu spoilern. Naja, aber der bietet sich halt an, weil das ist ein passender Epilog dafür. Und Absolute Macht korrumpiert absolut, genau, denn mit großer Macht kommt große Verantwortung. Hey, wie hieß er nochmal? Spider-Man. Ja. Wie hieß nochmal der Onkel? Onkel Ben? Genau. Ja. Das ist aber nicht Onkel Ben. Nein. Also wir müssen vielleicht mal ganz kurz nochmal ausholen. Es gibt insgesamt, das Ganze heißt die Tyrannei des König Washington. König Washington. Und das sind 3 DLC-Pakete. Das erste ist Mitte Februar erschienen. Das nächste erscheint jetzt, glaube ich, nächste Woche im März. Und dann das letzte und dritte im April. Alle kosten jeweils 800 Microsoft-Punkte beziehungsweise 9,99 € im PlayStation Network. Und wer im Vorfeld schon diesen Season Pass gekauft hat für knapp 20 €, der bekommt die alle 3 so. Genau, und den Rest, was sie halt so raushauen. Ja. Da gibt es noch dieses Multiplayer-Pack, gab es vor kurzem noch, und was es sonst noch alle gibt. Der DLC konnte sich Assassin's Creed noch nie beklagen. Nee. Aber allerdings muss man sagen, das Ganze ist jetzt ein bisschen vielleicht geschickter oder anders gelöst als ältere DLCs, weil man jetzt nicht irgendwelche Lückenfüller-Kapitel kauft, nicht, oder? Ist nicht Episode 11, die jetzt plötzlich da ist oder so? Ja. Dieses Vorspiel, wir können es nicht anders machen, wir können nicht kleinere Spoiler auf Assassin's Creed 3 umgehen. Einige Assassin's Creed 3 Spieler werden sich jetzt fragen, wer ist denn die Frau da? Ist die nicht tot? Denn im normalen Spiel ist die Frau ja gestorben. Ja. Ziemlich gleich am Anfang, das ist ja die Ursprungsgeschichte von Connor. Genau. Und hier lebt sie halt. Also genau, das Ganze ist eine wirklich komplett alternative Geschichtsverlauf. Was also, soll denn dieser Scheiß? Ja, Entschuldigung, es spielt so wirklich parallel zu dem, was Assassin's Creed 3 halt in der Story abgefeiert hat. Ja. Und ihr seht schon, Connor, oder sein unaussprechlicher indianischer Name. Oder Captain Wolfsmütze. Hat gerade schon gemerkt, irgendwas ist hier gerade anders. Denn er ist so wie Guinan bei Star Trek. Und es gibt ja diese eine Folge mit dieser alternativen Realität, wo Tasha Yar auch plötzlich auftaucht mit der alten Enterprise. Und da ist sie die Einzige, die merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, weil Tasha Yar hätte tot sein müssen. Oh, verdammt. So wie du. Jetzt habe ich dir gerade wieder einfach mal so gespannt zugehört, weil ich wieder was über Star Trek lernen konnte. Genau. Und gleich schon mal verpasst. Du kennst nicht die Star Trek-Folge Yesterday is Enterprise. Nee. Siehst du. Aber vielleicht werde ich dir eines Tages irgendwann mal nachholen. Wer weiß. Kennst du etwa nicht alle Folgen von The Next Generation? Ich meine, die Folge ist ja mal in der Top 10 drin. So, wir klettern hinterher. Wir schauen nicht. Ach, ist das schön, wenn ich den Controller nicht habe. Ich habe mehr Zeit für Star Trek, weißt du? Das ist mehr zu reden. Daran wird's liegen. Aber wie gesagt, es ist. Das ist das große Problem. Also, ich meine, wir wissen ja, dass Amerika keine Monarchie war. Also es geht ja um König George Washington. Hier wird auch wieder so ein bisschen so alternativ Geschichtsklitterung betrieben, oder was? Genau. Aber das kommt alles gleich noch. Ja. Jetzt bist du schon wieder genau wie Flo bei God of War. Wird so einsilbig, dabei musst du doch nur immer denselben Knopf drücken hier. Tu doch nicht so, als ob du jetzt hier einen komplizierten Kampf machst. Oh. Ah, hier sieht doch schön aus. Ja. Das ist die Kunst von solchen Spielen, dass ja, man... Aber das, Kontinuitätsfehler, ich hatte eben noch den Säbel, nicht mein Tomahawk. Klasse. Eine Eingeborene, die es stehlen wollte. Du hältst sie also Captain Picard als Geisel, ja? Nein, nicht für lange. Nee, ist... dem ist irgendwas ausgelaufen am Hals. Ja. Ich komme ja... Also, wer so eine Mutter hat, der braucht keine Feinde. Ja, aber nur so bist du so hart geworden. Jetta, wow. Ich habe vor kurzem mal wieder die 4 Stunden der mit dem Wolftanz gesehen. Echt? Immer noch ein großartiger Film. Und die Musik, ich sage dir. Also wer vielleicht durch dieses DLC oder durch dieses Vorspiel mal wieder Lust hat auf Indianer und Western,
Und wer noch nicht der mit dem Wolf tanzt, kennt, der sollte das unbedingt nachholen. Toller Film, Kevin Costner. 4 Stunden lang, die einem aber nur vorkommen wie 2 Stunden. Und ein toller Soundtrack von John Barry. Genial. Könnte nach Concord folgen. Warum nannte diese Frau ihn König? Ja, wieso? Das ist eine alternative, komplette Geschichte und. Und du sollst die Tyrannie von George Washington verhindern, oder was? Dummerweise ist sie mitten im Gange, wie dieses Bild gerade andeutet. Ja. Also man sieht jetzt im gesamten DLC jetzt nicht unbedingt neue Gebiete oder so. Nee, man aber erkennt die alten nur halt trotzdem nie wieder. Ja. Und es ist ziemlich grausam. Also das ist jetzt auch hier die Szene. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch viel vom Spielton nachher hören werdet. Aber in diesem brennenden Haus sind Menschen. Unschuldige Zivilisten und Kinder und Frauen eingesperrt. Ja. Sowas mögen wir doch gern. Ja. Tyrann, dieser George Washington. Ja, das kennen wir doch aus Stephen King. Da gab es auch sowas mal. Der Sprung des Vertrauens. Frei wie ein Vogel. Können wir die noch retten? Können wir die noch retten? Sag's mir, sonst kann ich wieder nicht schlafen gehen. Ja, werden wir sehen, ob ich scheitere oder nicht. Ja, das ist ja mal ein Ding. Sage mal, hat man denn... Also man spielt ja quasi jetzt jemand, den man ja auch schon locker 30, 40 Stunden im Hauptspiel gespielt hat. Hat ja, man hier irgendwelche neuen Fähigkeiten bisschen, oder sowas? Ja, das kommt. Ich meine, gestern hatten wir ja, oder beziehungsweise am Dienstag, über diesen Wolf-Power-Trailer. Und so viel können wir schon mal spoilern. Das war schon gestern. Ich weiß ja nicht, ob es uns... Ich weiß nicht, achso. Ja, wie ach schnell so. Heute... Ja. Wir nehmen auch Podcasts am Mittwoch auf und senden sie Freitag. Also das ist... So. Zeit ist relativ, das wusste schon Albert Einstein. Und zwar kriegen wir halt später, wenn wir vom großen Drogenbaum der Indianer genascht haben. Den kenne ich. Und uns noch etwas Ausrüstung dazu verdient haben, kriegen wir die bekannten Wolfsfähigkeiten. Wir können einen Rudel beschwören, wir können uns unsichtbar machen auf freiem Feld. Ah, jetzt kommt er da erst. Ach ja, da fällt mir übrigens wieder ein, was ich bei Assassin's Creed 3 gehasst habe. Jegliche Art von Stealth-Missionen. Aber schön, dass du sie hier wieder hast. Aber immerhin scheint das hier nicht so eine zu sein, die wieder so extrem kritisch wieder so mit Nebenzielen umgeht. So, die dürfen nicht entdeckt werden. Sie dürfen nicht... Doch, das ist so eine. Ah, ja? Stand das da nicht immer irgendwo? Also es müssen wir nicht wieder volle Synchronisation haben. Ja, ja. Nee, mir würde schon reichen, wenn die Mission nicht gescheitert ist. Das. Also bei dem alten war das so. Ja, müssen nur noch den hier anlocken und um die Ecke bringen. Ja, aber ich bin doch nicht verrückt. Also bei Assassin's Creed 3 standen noch die Sachen immer links oben, was man so machen muss. Weißt du, so? Ja, das wird auch kurz mal eingeblendet. Also. Hm. Ich bin vielleicht doch verrückt. Hey, da ist doch irgendwas. Oh, da ist ein Wolf. Oh, ich bin tot. Siehst du genau das da. Ja, das war genau. Irgendwie immer. Und jetzt können wir uns diese ganze... Du, ich habe aber trotzdem eine Frage, ja? Also du bist ja jemand, der mit Genuss, würde ich sagen, ja. Assassin's Creed 3 gespielt hat. Und wie sieht's denn so aus? Ich meine, nicht jeder kriegt von der kleinen Ubisoft Zuckerfee diesen DLC-Code in den Arsch geblasen. Das stimmt. Nehmen wir an, du hättest das nicht sozusagen so leicht gehabt. Würdest du sagen... Das ist ein empfehlenswerter DLC. Also im Grunde geht es mir ja wirklich nur um diese Tyrannei-Geschichte. Finde ich nach dem ersten jetzt schon irgendwie schwer zu sagen. Also er macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt halt ja, noch mehr als Assassin's Creed, obwohl man ja schon im Hauptspiel ordentlich was zu tun hatte. Aber ich mag halt diese alternativen Geschichten immer ganz gerne. Also man muss schon Fable für sowas haben. Generell... Ach, ich möchte... Damit habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Das ist genau der Punkt, der mir immer Schwierigkeiten macht. Dieses alternative Geschichten, weil ich immer dann das Gefühl habe, das ist so wie Holodeck oder so. Das ist, meine, ist witzig bei Assassin's Creed, weil das sowieso alles im Animus stattfindet. Jedenfalls in dem Teil noch. Aber das ist halt, das ist für mich nicht Kanon oder so, weißt du? Das ist so eine Fantasy-Geschichte. Aber es wird ja von vielen, glaube ich, auch zu Recht vielleicht verglichen mit dem Red Dead Redemption Expansion-Paket da. Die Zombies, was ja auch eine Alternativgeschichte ist. Oder? Na gut, in gewisser Weise. Das gefiel mir aber gar nicht. Also, ich habe den nur kurz. Das war mir zu unglaubwürdig alternativ. Das hier ist ja.
ein klassisches Was wäre, wenn die Geschichte so und so verlaufen wäre. Ja. Und nicht so, ja, Zombies, da müssen wir noch die Existenz beweisen. Mass Effect 3 macht ja jetzt auch gerade sowas. Das letzte DLC-Paket zu The Citadel ist ja auch quasi nochmal so ein bisschen so, naja. So, plötzlich okay. sind alle auf der Citadel und alle, die man jemals kennengelernt hat, und machen eine große Party, und dann wird das Ganze so zu Stopp langsam, weil die Citadel überrannt wird, und man hat aber endlich mal Zeit, nochmal mit allen zu sprechen. Also da ist es witzig, wie EA bei Mass Effect so die DLCs nutzt, um irgendwie alles nochmal ein bisschen sozusagen auszubügeln, was man im dritten so ein bisschen vermisst hat. Aua, verdammt. Ja, da kriegt er in die Fresse. Und das nur, weil er die Kanonen kaputt machen soll. Warten wir erstmal ab. Im Sinne, nein, ich muss sie nicht kaputt machen. Ich sollte nur dafür sorgen, dass aufgehört wird zu schießen, also nicht mehr schießen. Kein Ding, du. Ach, deine Mutti kämpft ja auch immer schön mit. Ja, ja, der Jan und seine Mutti. Da fallen immer gar keine Mutterwitze ein. Was macht der? Kämpft ja gerade mit der Wand? Ja. Ja, mit diesem Stein? Nimm und das, der Armsau. Fieser Stein, du böse Steinratte hier. Da ist noch einer. Der macht, übt gerade. Ja, das ist halt. Ja, der kämpft mit dem Haus. Ist ja, auch gesagt, wie üblich, manchmal kommt die Kamera nicht mit bei Assassin's Creed. Das ist halt auch die Steuerung, der sehr immer so kontextsensitiv ist, entscheidet sich ab und an fürs Falsche, wenn man dann halt einfach nur stumpf eine Wand gerade hochläuft. Das ist ein bisschen wie bei Dr. Snuggles, da gab es auch ein laufendes Haus. Vielleicht hat der gedacht, das wäre eins dieser Häuser, weißt du? Und hat gedacht, endlich mal eine Kanone schießen. Und nein, das erinnert mich ja so schlimm an Assassin's Creed 2 Revelations mit dem komischen Tower Defense, weißt du noch? Ja, aber du hast ja auch bei 3 öfter solche Missionen, wo du entweder diese... Hätte ich es länger gespielt, könnte ich es dir sagen. wo du jetzt die Salven von irgendwelchen Leuten koordinieren musst oder halt wirklich Kanonen abfeuern musst und die ganzen Schiffsmissionen. Ich finde das cool. Mir gefallen solche Einlagen. Ja, du magst es immer, dicke Dinge abzufeuern. Ja. Gewalt! Panzerbrechend. Ja, ich finde, das, keine Gnade. Das verhält sich so etwas unrealistisch. Als ach, hätten das die passt schon. Ja. Man könnte meinen, du hättest es jetzt stundenlang geübt. Oder es ist einfach nur so brachial einfach. Es ist brachial einfach. Immer noch alle erwischt, obwohl du deutlich hinter ihnen eingeschlagen bist. Ja. Ja? Ich wollte nur sagen, ich hab's gesehen. Bam! Ja. Alle auf einmal. Und trotzdem kein Achievement. Das stimmt. Also ich habe. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Nein! Doch, und den dann, einen Reiter hast du, ja, aber einen Reiter ist und damit ist volle Synchronisation schon mal für den Arsch. Tja. Wow, 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 wow. Zum Glück bist du ja jemand, dem das nicht so wichtig ist. Boah, ja, eine zerstörbare Umgebung. Hier ist eindeutig die Battlefield-Engine am Start. Na. Ja, reicht noch. Sehr schön. Die Pferden ist immer so eine Sache, weil diese verdammt schnell sind. Wieder nur ein. Na, egal. Bald haben wir es ja geschafft. Keine Sorge. Mit den Wellen hier. Da guckt doch jetzt sowieso kein Mensch mehr zu. Das ist ja schon, schon vom Zusehen öde hier. Ja, aber so ist das mal mit sehr storylastigen DLCs und gerade solchen langen Geschichten wie Assassin's Creed immer. Man muss stundenlang Kanonen abfeuern, meinst du? Ja. So ist wobei das bei halt, Storyspielen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich damals bei Heavy Rain diese stundenlang diese Kanonen abfeuern musste. Aber naja, so ist es bei Storyspielen. Aber immerhin ist es jetzt zu Ende, denn als ich das erste Mal das gespielt habe, ja, hing ich in so einer Schleife fest. Da kam immer wieder von unten Soldatentruppen nach, das hört und hört nicht auf. Ich musste den letzten Checkpoint neu laden. Bisschen vergessen, wie hübsch das eigentlich aussieht, das Spiel. Wenn man das so ist definitiv, gerade dann auch, wenn es wieder in die Zwischensequenzen geht, also die Charaktermodelle. Ja. Das sieht auch auf der Xbox noch so gut aus. Ein Traum. Zwar nicht so schön wie Tomb Raider, aber bitte sehr. Ich will da fehlt mir noch treten. Der Vergleich, aber Tomb Raider kommt erst, mal schauen, nächste Woche. Ja, ist ein gutes Spiel, hat nur 9 von 10 bei Area Games bekommen. Au! Ja. Au. Ja, vom guten Tester, also dem würde ich Vertrauen schenken. Ah, ich hoffe, in dem Test wird aber nicht zu viel gespoilert oder so. Das macht er nie. Das hat dieser Vogt gemacht, der ist, bei Spoilern ist der quasi, also da ist er ja, also das nimmt er besonders ernst, also. Naja, Glück. Werde ich mir den nachher mal durchlesen. Ja. Oder am besten auch einen Podcast anhören. Oder am besten schickst du mir den Link. Ja. Dann kann ich nochmal draufklicken. Ja. Ich kann dir die kurze Story-Zusammenfassung schicken. Mit den coolsten Momenten. Das wäre natürlich auch angenehm. Ist da was los, da kracht's aber.
Ja, es ist ein, wie gesagt, ein sehr actionreicher DLC, zumindest also dieser Epilog hier. Ja. Der Prolog. So rum. Weißt du, was auch actionreich ist? StarCraft 2. Oh Heart ja. of the Swarm. Nur schon mal so ein bisschen Cross-Promotion, weil da ist ja das Vorspiel auch heute online gegangen. Und das war ja nicht von uns beiden, sondern von natürlich Kappi und Robert. Und wenn man von irgendjemand auf diesem Planeten etwas über StarCraft 2 wissen sollte, dann von Kappi. Und deswegen schaut euch das unbedingt auch mal rein. Das ist wieder richtig cool geworden und erzählt viel über StarCraft. Und die haben ja auch einen anderen Ansatz, die Jungs. Die haben ja Ahnung von den Spielen. Das ist ja hier nicht so wie bei uns so, wo wir immer so, ach mein Gott, hier, da ist hier so ein Mann mit so einer Mal im LAN Wolfsmütze. und Ja. aber das ist, wie gesagt, unser König mit seinem Zepter, was man eben gerade auch gesehen hat, mit dem Edenapfel. Ja. Das ist, da ist ja wohl was schief gegangen. Aber wollten wir den nicht aus irgendeiner Höhle holen? Was war mit dem Edenapfel? Das war doch der Grund, warum wir da rumlatschen in der Genau. Vergangenheit, oder? Ja. Ja, genau, wir wollten finden, wo er in der Vergangenheit vergraben wurde, dass wir ihn da finden können. Und ja, Gut, ich denke aber, wir haben genug gezeigt. Das wird ja sonst hier wirklich endlos, ja? Und dann ja. zeigen wir hier das ganze DLC-Paket und kein Mensch mehr gibt mehr das Geld aus. Und ein Zumindest, wie bisschen. gesagt, noch ist das hier der Prolog und danach geht es dann halt wie gewohnt freier zu. Hier kriegen wir jetzt einfach nur erstmal diese gesamte Geschichte präsentiert, was hier plötzlich alternativ falsch läuft, Hast du richtig läuft. danach das gesamte Gebiet von Assassin's Creed 3? Oder? Nee, du hast dann halt, also zumindest soweit, wie ich jetzt damit bin, Ja. nur einen kleinen Ausschnitt. Aber in dem gibt es dann neue Sammel-Items und sowas. Du findest Schätze, du hast neue Aufträge wie Konvois überfallen, Ah dann ja. musst du wieder jagen. Machst du das Pulver fast ausmachen? Ja, du solltest es, glaube ich, entschärfen, bevor es explodiert. Mann, ist das knapp. Ah, hier. Oh, du hättest natürlich bei Doch mal. 007 ausmachen sollen. Wie jeder Indianer mit Stil, aber naja. Ja, aber ich bin ja nun wirklich kein, also bin ja nur Halbbrite, also Genau. konnte ich mich Also jetzt du auch hast nicht jetzt eine vergleichen. Hausaufgabe, Jan. Spiel das jetzt weiter, weil wenn wir nächste Woche möchte ich das Vorspiel zu der zweiten Episode haben. Und dann möchte ich hier Genau. nicht wieder so eine vielen Fragezeichen haben, ja? Nein, aber wie gesagt, es sind heute, wir würden sonst nur elendig viel spoilern. Ja, aber das ist ja auch Informationsvermittlung, wa? Das stimmt natürlich. Denn die Leute haben ein Anrecht auf Informationen. Sonst muss bei uns auch bald aus dem Schornstein nämlich der schwarze Rauch kommen und sagen, wir wissen nicht, was das Ja, ist. diese traditionsbewussten Hannis können das auch einfach twittern. Ja, So, genau. Papst ist jetzt der und der. Genau. Als Ich ich finde auch, irgendwie hier Sie können jetzt. sich ja mit dem schwarzen Rauch A sowieso sparen, weil Sie sagen doch einfach, bis weißer Rauch kommt, haben wir noch keinen. Da brauche ich ja keinen schwarzen Rauch so als Zwischenmeldung, zumal wir doch alle seit Lost wissen, wie gefährlich schwarzer Rauch ist. Also, das Rauchmonster, ich bitte dich, ja? Also, nicht schön. Ja, gut, ich habe jetzt bloß nicht ganz so kein so Das kommt in die-hardest. der ersten Staffel schon vor, das Lochmonster. Loch, das Echt? Lochmonster. Das Schlau. Ich habe jetzt Staffel 3 geguckt Das und ich kann mich nicht Rauchmonster. an das. Das Rauchmonster? Sag mal, hast du das bekifft geguckt oder so? Das ist bei Lost schon in der ersten Staffel. Es sind immer so eine Rauchwolken, die durch den Dschungel ziehen. Mit so einem komischen Geräusch, als wie ein Faxgerät im Hintergrund. Ah, okay. Sag mal, wie guckst du denn Serien? Ja, also das ist. Ich habe Lost bis zur dritten Staffel gesehen, aber ein Rauchmonster habe ich da nicht gesehen. Ich kann mich echt nicht. Aber an Flugzeugabsturz und eine Insel kannst du dich erinnern, ja? Tatsache, ja, das war Okay, so. na ein Glück. War das nicht sogar elementar für Das diese? Rauchmonster kennt er nicht. Ich kann mich Gut. nur noch an die vielen Zahlen und diesen Bunker erinnern. Lass uns später über Jan lachen und ihm noch mal ein paar YouTube-Links schicken und wir sehen uns. Spoilert mir Lost, genau. Ja, vielleicht sehen wir und hören wir uns demnächst wieder, denn ich mache jetzt mit dem Jan gleich noch ein Vorspiel, weil ich zeige ihm mal ein ganz besonders cooles Xbox Live Indie Arcade Spiel. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, das heißt Arcade Craft und das ist richtig cool. Und bis dahin, tschüss sagen, der Alex. Und der Jan. Ich verstehe das nicht. Washington kennt mich. Er ist ein Mann der Vernunft, immer gewesen. Dieser Mann war nicht der, den ich einst Freund nannte. Geht es dir gut?